des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Heiligen Abend. Heute ist ein besonderer Tag in jeder Hinsicht. Wir feiern anders in diesem Jahr. Wir feiern anders als vermutlich jemals. Aber eins ist nicht anders. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Das kann uns keiner wegnehmen. Und übrigens, so wie Sie jetzt diesen Gottesdienst feiern, ist es richtig. Ganz für sich, mit Zeit für Gott oder im kleinen Kreis Gott dabei. Gott kommt zur Welt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Wir sind verbunden in der Gemeinschaft von Jesus Christus. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei dem Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Thank you.
Soweit, so gut. So kennen wir es. Wie immer. Das heißt, vielleicht fällt Ihnen das auch auf. Das ist ja gar nicht so wie immer. Keiner bleibt so wie er war in dieser wunderbaren Geschichte. Und keiner wird vorher gefragt, ob er das jetzt wirklich will, diese rasante Veränderung. Angefangen bei all denen, die sich auf den Weg in ihre Heimatstadt begeben mussten, für die Steuerschätzung, durch Erlass von ganz oben. Und damals ging es ja noch nicht einmal um das Wohl von allen Menschen oder die Gesundheit von allen Menschen. Es ging allein um das Geld für die Kaiserkasse. Und keine Aussicht auf eine Ausnahmegenehmigung für eine hochschwangere Frau. Und die Hirten? Wurden sie gefragt? Einen Riesenschreck haben sie bekommen, als der Engel ihnen sagte, dass sie bald Gott treffen werden. Und dann zogen sie los. Mal gucken. Wollten wahrscheinlich einfach auch mal dabei sein. Ganz vorne dabei. Und das hat sie ganz schön verändert. Als sie zurückkamen, haben sie von Gott geredet und von diesem Jesus. Und das Beste war, auf einmal hörten ihnen Menschen zu. Und muss Josef nicht schon lange das Gefühl gehabt haben, dass ihm die Kontrolle über sein eigenes Leben nicht mehr gehört? Und Maria, als sie erfährt, dass sie ein Kind erwarten soll, sie hatte sich wohl am allerwenigsten vorgestellt, dass sich ihr Leben so komplett ändern wird. Wenn ich mir diese Menschen damals vorstelle, dann sind sie mir ganz schön vertraut. Bei all dem wird mir klar, selbst wenn wir mit Gott rechnen, mitten in unserer Welt, mitten in unserem Alltag, so kommt er doch ganz unerwartet anders. Gott lässt sich nicht planen. Gottes Ankunft in dieser Welt ist hochgradig unordentlich. Der Weltenbeherrscher, der in einem Stall zur Welt kommt, unter unmenschlichen Bedingungen. Und empfangen wird er nicht von hohen Staatsgästen, sondern von ganz einfachen Leuten, die quasi gerade erst von ihrer Arbeit kommen. Hirten, vielleicht noch mit Schafköttel an den Stiefeln. Wie weihnachtlich. Nein, so blitzblank wie in unseren alljährlichen Weihnachtsstuben oder zumindest in unserer Vorstellung davon, war die Geburt Jesu sicher nicht. Und ich frage mich, was denken eigentlich Hebammen über diese windelweiche, reine Geburt, die man Mutter und Kind gar nicht mehr ansieht, wenn man in unsere Hochglanz-Weihnachtsdarstellungen blickt. Ich frage mich ja, warum hat Gott dem Menschen eigentlich damals so einen Stress gemacht? Ja, und uns ja letztlich bis heute, wenn wir an uns und unser Weihnachtsfest denken. Aber mal ganz im Ernst, für Maria und Josef war das wirklich hart, was da
im Weihnachtsevangelium erzählt wird. Und auch für die anderen Figuren in der Geschichte war es ja alles andere als einfach. Also wofür das alles? Vielleicht kann ich es so sagen. Gott hatte einfach keine Lust mehr auf diesen Abstand. Er da, wir hier, weit mehr als 1,50 Meter dazwischen. Gräben aus Zweifeln, aus Ungeduld, ja und auch aus Gleichgültigkeit. Es macht ja einen Unterschied, ob man Abstand hält aus Respekt oder weil man jemanden vergessen hat. Der Abstand aus Respekt, der ist okay. Den merke ich, wenn ich mich anders als alltäglich verhalte, zum Beispiel wenn ich mit Gott rede. Aber gar keinen Kontakt mehr zu halten durch den Abstand, das ist dann wohl vergessen und verloren. Aber genau das will Gott ja nicht. Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht. Und darum investiert Gott unglaublich viel in den Kontakt zu uns. Wir wissen seit diesem Jahr sehr gut, wie viel das manchmal kostet, einen Kontakt zu halten, wenn doch eigentlich Abstand geboten ist. Wie viel Kraft das manchmal kostet, wenn wieder etwas umorganisiert werden muss oder neu durchdacht werden muss. Oder wie man sich oft wieder und wieder aufraffen muss, um einen Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Und Gott investiert ja eigentlich alles, was er hat, um den Kontakt zu uns zu halten. Gott investiert sich selbst. Seinen Sohn, Jesus Christus, gibt Gott in diese Welt, um den Kontakt zu uns zu halten. Und das tut Gott auf eine ganz wundervolle Weise. Und ja, wer könnte so einem Windelkind schon widerstehen? Ganz viele von uns berührt das doch ganz automatisch. Und das ist ja erst der wunderbare Anfang. Die Sache mit Jesus, die nimmt ja noch richtig Fahrt auf. Für mich ist genau das das Wichtigste an Weihnachten. Gott kommt uns ganz, ganz nah, trotz des himmlischen Abstands. Mittendrin ist er, im Stall damals und im Stall heute, in unseren Weihnachtszimmern, ob geschmückt oder nicht. Also bleiben wir in Kontakt mit dem Menschen, und auch mit Gott. Amen. Ohne Streit und Krisen, ohne die Angst, verletzt zu werden, ohne Enttäuschungen in der Liebe, ohne Pandemie. Unbeschwert möchten wir heute Weihnachten feiern, aber so vieles steht unserem Wunsch im Weg. Manchmal wir selbst, die Lage um uns, Gereiztheit, unnötige Debatten, die Kriege, in den Gegenden unserer Weihnachtsgeschichte und weltweit. Die vielen Orte, die keine sichere Herberge sind für Menschen.
Wir brauchen deine Hilfe, Gott. Wir bitten dich für die, die krank sind und die ohne Hoffnung. Gib ihnen Menschen an die Seite, dass sie nicht allein sind. Wir bitten dich für alle, die jetzt arbeiten müssen, während andere zur Ruhe kommen. Ganz besonders bitten wir dich für die Menschen auf den Geburtsstationen, in den Pflegeheimen und auf den Intensivstationen. Lass dort dein Licht leuchten, schenke Kraft und Trost und guten Mut. Wir bitten dich für alle, Gott, die es jetzt nicht gut haben, weil etwas falsch gelaufen ist. Sei gnädig, guter Gott, schenke Vergeben und Verzeihen. Gott, wir bitten dich für die Menschen in den armen und gefährlichen und krisengebeutelten Gegenden unserer Welt. Lass uns nicht vergessen, dass es nicht gut ist, wie es dort ist. Hilf uns, dass wir unser Möglichstes tun für Frieden, gegen Gewalt und gegen den Hunger. Und wir bitten dich für die Brüder und Schwestern in unserer Partnerkirche in Nordkarnataka in Südindien. Wir brauchen deine Hilfe, Gott, damit das Fest gelingt. Gott, du hörst unsere Gebete. Wir bitten dich still für alles, was uns jetzt auf dem Herzen liegt. Und wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jedes Jahr an Weihnachten bitten wir Sie, liebe Gemeinde, um eine Kollekte für Brot für die Welt. Dieses Jahr feiern wir nicht gemeinsam Gottesdienst am Heiligabend. Wir bitten Sie dennoch, Brot für die Welt nicht zu vergessen. Sie finden einen Link zu einer Spendenseite in der Beschreibung des Videos oder weiter unten auf der Website. Sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.